疲れた私は私の肺はじりじりまま私はお前の核を刺した。Es ist doch erstaunlich, dass du den Wirtshausbetrieb noch mit knapp 90 Jahren noch aufrechterhältst. Warum machst du das? Warum ich mache? Erstens einmal ist es Zeitvertreib. Und zweitens, wenn ich an der Straße raus spazieren gehe und umeinander stehe und wird mir der Jokern selbst gesagt hat, da herin einmal, was möchtest du mit der Hartelstecker-Bandi, die schaut ganz so wie arbeiten zu. Ich wollte schon noch mal was zur gesundheitlichen Situation fragen. Ja. Du hast doch irgendwie eine Operation hinter dir, eine schwerere, oder? Was ist das? Nein. Ja. Oder magst du darüber ein Schild? Reden? Ja, nein. Bin ich am Sonntagnachmittag einmal, da bin ich hereingestanden und habe mir gedacht, hoppla, was ist denn jetzt los? Haben wir jetzt wieder Erdbeben? Und dann ist mir schlecht geworden, da bin ich draußen bei der Tür. Genauso, als wenn wir ein Erdbeben gehabt hätten. Und dann bin ich ausgezogen und bin über die Stirn rauf. Und dann, weil mir schlecht gewesen ist, dann haben wir am Balkon das Cannabis abgelegt. Und dann ist mir der Martin nachgelaufen und hat gesagt, was ist denn los? Also wie schlecht ist denn? Schlecht ist denn? Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Und dann haben sie einen Sanker geholt und angerufen und dann fand mich auf, hoch. Und da war ich noch eine Zeit drin. Dann haben sie durchgeschaut und kontrolliert. Dann hat der Dr. Graf gesagt, ja, der Töter hat er geheißen. Er hat gesagt, wie mehr, du musst da länger da bleiben bei uns. Ich meine, wir müssten da einen Schrittmacher reinmachen, weil es ja so nicht weitergeht. Und dann war ich da 3 Wochen drinnen, 4 sowas. Und dann haben wir eine Pflanze da, und dann haben wir in Landshut unten in 8 Wochen einen Schrittmacher reingemacht. Wie lange betreibst du dieses Wirtshaus schon hier? Ja, angefangen haben wir eigentlich mit Flaschenbier in Londrin, 1954 schon. Und dann haben sie da gesagt, weil man eine Flasche aufgemacht hat, eine Nase drin hat, das darfst du ja nicht. Und dann habe ich da Strafzeit. Dann haben wir einen Aufschank von alkoholischen Getränken eingegeben. Weil 1950 ist das Gewerbefrei gekommen, da hat praktisch meine Mutter hat die Wirtschaft angefangen. Aber ich bin alle daheim gewesen in meinem Leben, bis auf Arbeitsdienst und Militär. Und bin von Grundweg auf praktisch daheim gewesen. Gelernt habe ich Schusterei, 7 Jahre in der Schusterei gearbeitet. Und dann habe ich einen Grammerlohn eingehen müssen nebenbei. Weil damals haben wir alles eingewickelt noch. Da ist nichts hingelangt worden und haben wir angeschmissen worden.
Da haben wir einen Haufen gehabt. Und dann habe ich mit Schusterei mehr oder weniger aufgehört, weil noch Fabriken gekommen sind. Ich bin 1944 jetzt in den Arbeitsdienst eingerückt. Ich war ja eher, ich hätte schon eher einrücken müssen, aber da bin ich zurückgestellt gewesen, weil wir für die Franzosen, die waren in der Turnhalle und waren, für die haben mir die Schuhe gepflegt. Da waren die gefangenen Franzosen in der alten Turnhalle drin eingewartet. Dann hätte ich auf Schippenbeil bei Königsberg aufhören müssen. Dann hat der gesagt, der Hauptmann Martin hat gesagt, wo willst du jetzt hin? Entweder auf Brandenburg, jetzt geht's nicht mehr, oder auf Schippenbeil bei Königsberg hin, aufbemessen. 44. Dann habe ich gesagt, selbstverständlich gehen auf Brandenburg. Und da drin bin ich noch, weil die Handwerker schon eingerückt gewesen haben. Das heißt jetzt, die Buben, die kaum ausgelernt gehabt haben, die haben einrücken müssen. Jetzt waren da, nimmt man drin eine Schusterei und dann haben wir da einen Dauerlauf machen müssen, dann ist mir das Knie hochgeschwollen. Dann sagt der, der schreibst du drin an, was magst du jetzt? Hat er gesagt, was hast du denn für einen Beruf? Dann habe ich gesagt, Schuhmacher. Dann hat er gesagt, da kommen die ja so brauchen. Ja, dann bin ich gleich in die Werkstatt gekommen. Und das war meine erste schöne Urlaubszeit in meinem Leben, die ich gehabt habe. Mein grünen Mantel. Wir befinden uns hier in einem Wirtshaus, in dem nur geraucht werden kann. Wie geht das? Wie gibt es das?
das Rad gerade fahren kann. Ja. Die haben ja einen Naschenbier selber dabei. War der Estrich für einen Mann? Ah, was der? Pauli Fedi war der. Da, damals mit Hindenburg, bei Hindenburg war sein Spezi. Das Adler Beck hat es da rum. Sein Museum drin. Ja, das hat der Wolfbauer gebaut. Der hat die Baracken gekauft, wo ich gerade erzählt habe, der Nachbar hin. Und hat dann 1908 das Haus hergestellt. Und das war sozusagen eine Villa. Eine Villa. Das ist zum, das Haus, in dem. Das ist unser Haus gewesen, früher. Das habe ich alles runtergerissen, das war wie ein Brandstab nach. Ja, und habe da ein großes Dach aufgemacht und habe von 3 Meter draufgestickelt. 58 habe ich gebaut, das wäre gewesen, ich habe 65 geschätzt, sowas. Da habe ich einen Pfirsichbaum da gehabt. Der hat Pfirsich getragen, der schwarze für 340 Gramm. Ein Pfirsich. Martin, kannst du was zum Lechner-Edi sagen? Der Lechner-Edi? Ja. Der Lechner-Edi, das ist ein recht streitsichtiger Mann. Ja. Er raucht ja nicht. Zumindest mag er die geschenkten Zigaretten nicht. Die mag er nicht. Nein, er möchte die, wo er selber abschlägt. Da hast du recht. Ja. Das bleibt drin, genau. Das war zu Ende meiner Volksschulzeit, weil ich habe da für einen elterlichen Betrieb quasi 7., 8. Klasse, wo ich hier in Isen war, schon hier in der Werkstatt und auch auf den umliegenden Baustellen per Rad oder zu Fuß die Lohntüten austragen. Damals war das gang und gäbe, dass man Lohntüten hatte mit Barcash und keine Überweisungen am Ende des Monats. Ne. Jedenfalls, wegen meiner, ist halt damals schon zu der Zeit die Baustellen abgefahren. Und deswegen kenne ich einen Wegmeier eigentlich schon so als 14-Jähriger, 13-, 14-Jähriger. Was ist auf dem Beutel zu sehen? Das ist ein Arbeiter von Banki. Der hat da drum am Feuerwehrhaus zuvor angefangen und jetzt ist er da draußen und da habe ich Brotzeit gefahren. Da habe ich Würste drin gehabt, habe einen Winter heiße, einen Sommer kalte oder einen Sommer Salz oder Essigwurst, ein Schisse drin. Da habe ich die Leberschisse gegeben bei den Metzger und da habe ich die Plastikschisse mit die ich geschossen habe und da habe ich eine Essigwurst gemacht, habe ich in seinem Karton eine so Schisse Essigwurst gemacht. Und die haben eine Bastiasse gefahren. Was? Da, das ist meine Frau, die war ein Wetter sein hinten. Wie lange bist du schon verheiratet? Wie lange? Nächstes Jahr am 5. Mai. Werden 60 Jahre. Da haben wir Flüchtlinge gekriegt, haben mit denen, wo man sie verstehen hat, können, weil die unsere Sprache gehabt haben, wir heute nicht. Unsere Asylanten, die wir heute kriegen, kostet ja mit keinem da hätten.
Fast nicht. Fast. Aber hast du Erfahrungen mit Asylbewerbern hier? Hast du da welche getroffen? Eigentlich habe ich nur einen Lohn gekommen, aber keine schlechte. Kann ich sagen. Keine schlechte. Oder eine Flasche Bier möchten oder was, weißt du schon. Es wird, wenn wir Flasche Bier haben, die herkommen. Hauptsächlich. Da frage ich oft gar nicht. Nein, da frage ich gar nicht. Wo sie haben. Und 46, was war da deine Erfahrung mit Flüchtlingen, die nach Gießen gekommen sind? Da möchte ich sagen, haben bald bei uns da die ersten Sudetendeutschen gewesen und dann die Ungarn. Waren unsere ersten Zugreisten, wo wir gerettet haben. Die Ungarn haben die Wiesner Fußballmannschaft gegründet. Richtig. Woher hast du deine Geduld, Martin? Die brauchst du schon im Leben. Was ich an Martin schätze, dass er erstens mal sehr aufgeschlossen ist und er lässt dich so sein, wie du bist. Der hat keine Ansprüche an dich als Gast. Mein jüngster Freund war. Ich bin noch lange da, wenn ich noch leben kann, aber ich habe so viel geredet, weil manchmal das furchtbar ist. Ich sage es euch. Geredet habe ich so viel. Da war ich auch schon beim Doktor. Wanzel, der hat gesagt zu mir, ich habe einen Beutel mitgebracht von meinem Gerät. Dann hat er gesagt, wie man aufschauen wirst, noch gut. Aber ich sage das gleich mit 90 Jahren, habe ich nicht mehr viel da an dir. Hat er mir zur Antwort gegeben. Aber ich sage das gleich mit 90 Jahren, habe ich nicht mehr viel da an dir. Hat er mir zur Antwort gegeben. Der Doktor. Dann haben wir ihm das Prassel gegeben. Dann habe ich gesagt, Doktor, freut mich, ein paar ist gekriegt. Ehrlich glaube ich, dass du gekriegt hast. Will ich mit 90 Jahren nicht mehr viel da am Kreuz, hat er gesagt. Ich ausschauen, dass nicht, aber das Kreuz ist nicht schlecht, aber ich will trotzdem nicht mehr viel da, weil es wahrscheinlich so viel mir dann sagen, nichts bringt. Meine Mama ist ein bisschen leider, weil du Martin, und die sagt schon seit ein paar Jahren. Ah, aber nicht viel. Nicht viel. Die ist schon 91. Nein. Die ist 91. Der Papa? Ah ja, das ist ein 26er. Genau. Beide. Und die sagt, man soll gar nicht so alt werden. Was meinst du da dazu? Oder so, was? Ja, mein, das ist nicht, also ich denke mir manchmal, das ist schiebe ich mal halt, weil, weißt du, wenn du dran hast, aber bringt nichts mehr, weil heute anders gewirtschaftet wird, wie wir gearbeitet haben. Und wenn heute einer sagt, jung und alt, versteht sie nicht, dann sage ich, wie das bleibt. Wenn ich heute sagt, so mache, das, was heute bei mir nicht recht war, was ich gemacht habe, auch bei dir, einer Leute, dann werden sie so, ich sage mindestens 7% werden so gemacht, wie der Vater gemacht hat. Was so, der hat die Erfahrung gehabt, der hat es so gemacht, das machen wir es auch so. Die bringen bloß einen neuen Hauch mit, aber ausziehen geht es wieder aufs Gleiche. Ziege ich immer wieder da noch einen Berg auf oder runterfahren. Der fährt ein Auto. Mit welchem Auto? Mit seinem Mercedes-Kombi. Aber ja, da fährt der junge Wiegmeier und der Martin Senior genauso.
Nein, Mittwoch hat er Ruhetag, da kauft er ein. Da fährt er zum Penny oder zum Edeka. Der fährt schon nur Auto. Also läuft Action. Läuft Action. Grüß Gott, Herr Brockel. Ja, grüß Gott, Hans. Das sollst du nicht sagen. 3 Liter Diesel, 109 PS, 6 Zylinder. Wie viele Kilometer werde ich jetzt drauf haben? 300, sowas ungefähr.